Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben Mittwoch. Ich habe euch heute früh, beziehungsweise für euch im letzten Vlog, erzählt, wie ja, der gestrige Tag abgelaufen ist mit Lias seiner OP und so weiter und so fort. Genau, wir müssen jetzt auch schon, was heißt bald, aber in so 2 Stunden ungefähr müssen wir los zum Kontrolltermin. Und jetzt habe ich aber gerade meine Arbeit so weit beendet, also das, was unbedingt jetzt noch sein musste. Und jetzt möchte ich aber unbedingt versuchen, in dieser Zeit die Kommode aufzubauen. Genau, die liegt hier nämlich noch. Vorgestern kam ja die Lieferung am Montag und da hatten wir auf jeden Fall auch noch die Schränke oben aufgebaut. Die zeige ich euch auch noch. Aber ich möchte jetzt erstmal die Zeit nutzen und diese Hemmnis-Kommode, das ist die gleiche, die wir unten haben, diese riesengroße, wo so viel reinpasst. Aber ich habe nur die Hälfte bestellt, sozusagen die kleinere Variante. Genau, die soll ja dann hier an diese Wand. Also, ja, ich würde sagen, ich lege mal los und guck mal, wie weit ich komme. So, da melde ich mich endlich mal wieder. Ich habe die Kommode zu 80% ungefähr aufgebaut. Dann hatte ich aufgehört, weil wir dann Mittag gegessen haben. Und nach dem Mittagessen sind wir direkt los. Waren jetzt gerade beim Arzt gewesen. Wir waren da wirklich 10 Minuten drin. Es ging so schnell, es war richtig nice. Ich war im Kindergarten. Und du warst im Kindergarten, genau. Der Arzt hat sich nur kurz die Wunde angeschaut, hat gesagt, sieht super aus, ist ein bisschen geschwollen, ist aber normal. Und hat einfach noch gesagt, was wir einfach die nächsten Tage beachten sollen. In 14 Tagen haben wir nochmal einen Kontrolltermin und ja, also alles super. Dann waren wir ganz kurz in Bad Homburg, ist nämlich der Arzt, waren wir kurz im DM gewesen dort, weil ich hatte so einen Coupon gehabt für ein gratis Duschgel. Und das gab es dort aber nicht mehr. Und dann sind wir jetzt hier nochmal bei uns kurz in den DM. Und auch zum Deichmann, weil wir haben den Lias ja Schuhe bestellt gehabt. Und die haben wir jetzt gerade abgeholt und waren dann beim DM drin. Es tut dem Lias auch mal gut, besser zu laufen, weil er ja hier sehr viel eher chillt und sitzt gestern und heute. Deswegen, ja. packt gerade seine Tasche aus. Auf dem Rückweg haben wir jetzt den Samu gerade abgeholt. Und ja, ich drehe euch mal um und zeige euch mal kurz die paar Sachen, die wir beim DM mitgenommen haben und was ich da gratis bekommen habe. Beziehungsweise ich habe 2 Sachen gratis bekommen, weil in der App ist dann noch ein Nagellack von Trend It Up gratis gewesen. Also, ich drehe euch mal um. So, das waren die Sachen. Also einmal gab es dieses Duschgel. Das war in der Zeitung gewesen tatsächlich, beziehungsweise bei den ganzen Prospekten, die es da immer am Wochenende gibt. Da gab es so ein kleines, so ein Coupon zum Ausschneiden. Und da gab es 4 verschiedene Duschgele von Balea aus der Natural Beauty Serie. Und ich habe mich jetzt für dieses hier entschieden. Bio-Mandelöl Kirschblütenextrakt. Ja, hat für mich am besten gerochen. Und nebendran war das hier gewesen, ein Duschschaum von Balea mit süßem Himbeerduft. Das hat mich so angelacht, dass ich es auch mitnehmen musste. Dann habe ich hier eine Erstlingsmütze mitgenommen. Die habe ich schon. Ich finde die super genial. Und wir haben echt nichts gefunden die letzte Zeit. Meine Schwester hat nämlich noch keine. Und deswegen habe ich die jetzt für sie auch mitgenommen. Die ist super. Bio-Baumwolle 100%. Also die ist klasse. Dann habe ich nochmal hier eine Kinderschere mitgenommen. Das ist der Nagellack, den es gratis gab. Ich konnte mir alle möglichen Farben aussuchen, aber ich benutze eigentlich gar keinen Nagellack. Deswegen habe ich mir jetzt weiß ausgesucht, weil ich immer mal wieder Touch-ups an meinen Füßen mache. Und ich benutze an den Füßen immer nur weiß. Deswegen habe ich jetzt mal weiß mitgenommen. Dann hat mein Neffe jetzt bald Geburtstag. Und auf dem Geschenk wollte ich so ein paar Snacks drauf machen. Und habe mich für diese 3 Sachen entschieden. Ein Quetschi, ein Riegel und einmal diese Babykekse. Ja, genau, richtig. Nein, nicht für Gabriel, für Jaden. Genau, die sollen dann einfach auf den Geschenk draufgeklebt werden. Da habe ich noch einmal Slip-Einlagen von Carefree mitgenommen. Und von Babylove diese Pyjama-Pants. Das fand ich ganz cool. Wir wollen ja jetzt auch versuchen, nachts trocken zu werden. Genau, und habe jetzt einfach mal hier welche mitgenommen. Ich hatte die damals bei Elias nicht benutzt, aber vielleicht... Ja, macht es irgendwie Sinn, gell? So zumindest so die ersten 1, 2, 3 Tage einfach mal, um so den Übergang von Windel zu gar nichts. Und ja, ich habe Hoffnung, dass wenn was daneben geht, dass ich weniger Bettwäsche komplett waschen muss. Das war das letzte Mal halt immer sehr, sehr viel. Deswegen, ja, auf jeden Fall sind die jetzt mitgekommen. Genau, das war mein DM-Einkauf. Und weil wir gerade bei DM waren, ich habe gerade die Post aufgemacht. Hier war so ein kleines Paket, richtig, richtig süß. Zum 50. Geburtstag von DM haben die hier was geschickt. Richtig goldig. Jaden.
Und zwar von DM Bio so ein Geburtstagstassenkuchen. Sehr, sehr cool. In 2 Minuten fertig. Das werde ich auf jeden Fall testen. Lecker Schmecker, ja. Ich bin da ja nicht so der Kuchenesser, aber die Jungs auf jeden Fall. Und dann werde ich das mal für die machen. Und ein 10 € Gutscheincoupon. Richtig genial. Bis zum 30.09. einlösbar. Hier steht, wie es gemacht werden soll. Und dann kriegt man einfach einen 10 € Gutschein. Das finde ich ziemlich krass. Also mega, mega genial. Freue ich mich sehr drüber. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mich gestern nicht mehr gemeldet, deswegen zeige ich euch als allererstes, was ich gestern gemacht habe. So, und zwar hatte ich euch ja den Einkauf gezeigt. Da war ja dann der Lias schon bei seinem Nachsaugetermin und der Samu, den hatte ich ja vom Kindergarten abgeholt. Und dann bin ich eigentlich hier hoch und habe die Kommode zu Ende aufgebaut, habe die Lampe an die Decke gebracht, habe hier einmal gesaugt und die ganzen, ich zeige es euch mal, die ganzen Kleider hat mein Mann hochgetragen und ich habe oben alles einsortiert. Und hier war ja alles voll gewesen, voller aktueller Bikinis, die ich trage, aber auch ganz viele kurze Hosen, aber so sportlich, und Tanktops ohne Ende. Ich habe oben einen riesengroßen Haufen, den ich jetzt spenden werde. Und meine Schwester hat sich ein paar Sachen gestern ausgesucht noch. Genau, und jetzt ist dieser Schrank sozusagen bereit, um ein bisschen umgestaltet zu werden. Für La, genau. Dann ist die Lampe endlich an die Decke gekommen. Das ist unsere alte Lampe, die ja im Schlafzimmer hängt. Ich liebe die ja. Ich finde die unnormal schön. Ja, und dann die Kommode. So schaut sie aus. Das ist die gleiche Hemmnis-IKEA-Kommode, die wir auch unten haben. Nur wir haben sie in doppelter Variante. In doppelter Variante ist es so, dass die oberen Schubladen, dass es 4 kleine Schubladen sind. Und dann hat man 4 solcher großen nebeneinander arbeiten. Die kennt ihr ja. Genau, das ist die geworden. Und ich habe jetzt hier ganz viel Zeugs, was ich oben in meinem alten Vorratsschrank sozusagen noch hatte. Also ich hatte ja einer der Schränke hier, hatte auch so eine so ein Gitter unten. Da hatte ich lauter so Sachen drin gehabt, teilweise auch Geschenke und lauter Sachen, die halt eben für größere schon sind. Und naja, auf jeden Fall hatte ich da einiges drin. Und ja, hier sind jetzt so ein paar Sachen, die dann eben in die Wickelkommode sollen. Ich weiß gar nicht, warum die Schubladen zu sind. Ich wollte die so ein bisschen lüften. Ich hatte die eigentlich aufgelassen. Hat bestimmt einer der Jungs zugemacht. Ich wollte die so ein bisschen lüften lassen. Also hier passt auch echt jede Menge rein. Da werde ich dann die ganzen Windeln reinmachen. Die liegen jetzt teilweise noch unterm Bett. Aber auch ganz viel Zeugs liegt, ist hier unten drin reingestopft. Genau. So viel hierzu zum Zimmer. Ach so, meine Schwester hat gestern ja diesen Teppich mir mitgebracht. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich den hier im Zimmer lasse oder zu mir hoch. Auf jeden Fall ist es so ein ganz, ganz heller, fast weißer Teppich, der dann halt eben diese Struktur hat, wie von einem Regenbogen, aber jetzt keine Farbe oder so. Das Ding ist, ich habe ja auch diesen Regenbogenteppich von IKEA, der hier die ganze Zeit stand. Und das sind halt 2 verschiedene Beige-Töne. Und ich weiß nicht, ob ich das nebeneinander cool finde oder ob ich eine von den beiden dann hoch in mein Zimmer mache. Ich weiß es nicht. Ich bin eher überlegen, ob ich das Zimmer hier doch nochmal umstellen soll. Das wird wahrscheinlich echt nochmal passieren. Weil ich mit der also ich finde es eigentlich ganz cool, dass die Schränke und der Wickeltisch so nebeneinander sind, weil dann kann man sich immer die Klamotten greifen und hier wickeln. Das finde ich eigentlich ganz nice, aber mir gefällt irgendwie diese Wand nicht. Also weder das Bett hier hinten in der Ecke gefällt mir, noch dass man dann halt eigentlich nur diese Ecke hier zum Spielen hat. Irgendwie bin ich nicht begeistert. Deswegen bin ich am Überlegen zu switchen, dass ich die Schränke doch dahin stelle, neben der Tür sozusagen, weil da ist so, keine Ahnung, da ist ja wirklich nur diese, was heißt kurze Wand, da ist ja schon genug Platz. Aber wenn ich hier die Schränke wegmache, dann hätte ich hier halt eine viel größere Fläche, um tatsächlich Spielsachen oder Sachen hinzutun. Weil hier kann ich das ja nicht machen wegen der Tür.
Da muss ich ja ab einem gewissen Zeitpunkt sozusagen aufhören, irgendwas hinzustellen. Genau. Also ich werde sehr wahrscheinlich die Schränke doch wieder darüber schieben. Und ich hätte eigentlich auch gerne, also das ist eigentlich die perfekte Ecke hier für eine Spielecke, dass sozusagen das Bett da bleiben würde. Aber ich hätte auch voll Lust, das Bett hier hinzustellen. Ich weiß nicht warum. Irgendwie lacht es mich an, da eine richtig schöne Wand zu machen, vielleicht sogar ein bisschen mit Farbe zu arbeiten oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es noch nicht. Jetzt mache ich hier mal wieder zu. Es ist echt morgens mittlerweile richtig frisch. Meine Güte. So, das zu diesem Zimmer. Und dann zeige ich euch jetzt mal endlich die Schränke oben. Das habe ich nämlich ja auch noch nicht gemacht. Ich muss echt immer die Tür zumachen. Es ist voll nervig, weil Miami sonst sich in die Betten reinlegt. So, ich mache hier auch mal wieder zu. Ist so kalt mittlerweile im ganzen Haus gerade. Lias und ich haben gerade gefrühstückt, haben uns Eier gemacht. Genau, das habe ich gestern aufgebaut und dann mit, also es hat alles eine Zeit lang gedauert, dann war es nämlich auch schon kurz vor 7 ungefähr. Und dann bin ich in die Badewanne gegangen. Und zwar, Leute, das darf ich echt niemandem sagen, ich bin um 7, kurz nach 7 in die Badewanne gegangen und war tatsächlich bis 11:30 völlig irre in der Badewanne gewesen. 11:30. Ich muss mich kurz hinsetzen. Völlig außer Atem. Ja. Ich bin dann raus. Mein Mann ist mir schon entgegengekommen. Wir sind direkt ins Bett. Da habe ich tatsächlich eine Zeit lang gebraucht, bis ich eingeschlafen bin. In der Badewanne habe ich mir meinen Shellack abgemacht. Von den Füßen und auch von den Nägeln. Weil ich möchte die heute frisch machen. Ich möchte unbedingt, wenn die Kleine kommt, frisch gemachte Fußnägel und Nägel haben. Vor allen Dingen Fußnägel war echt dringend notwendig. Die mache ich jetzt und dann habe ich wieder 2 Monate locker Ruhe. Und bei den Nägeln gucke ich einfach, dass ich die jetzt ganz, ganz regelmäßig, keine Ahnung, jede 1,5 Wochen vielleicht oder sowas mache, dass ich da einfach frisch bin und das schön ausschaut. Gar nicht, weil ich sonst nicht die Zeit oder sowas hätte. Mal Shellack ist super schnell gemacht. Das kann man bei einem Mittagsschläfchen von einem Kind machen, locker. Mir geht es eher darum, dass, wenn ich die ersten Fotos mache mit der Kleinen, dass meine Nägel nicht schrottig aussehen. Das hatte ich nämlich zum Beispiel damals bei Lias. Meine Nägel sahen so furchtbar aus. Und diese ganzen Nahaufnahmen, wo ich sein Händchen halte und man meine Nägel sieht, absolute Katastrophe. Absolute Katastrophe. Jedes Mal, wenn ich mir die Bilder angucke, denke ich mir so, oh mein Gott, das darf dir nie wieder passieren. Also, ja. Deswegen habe ich das gestern Abend abgemacht, weil wenn man in einer warmen Badewanne ist, dann kriegt man das alles immer ganz gut runter. Und das werde ich jetzt als nächstes direkt machen, weil ich habe heute noch eine Kooperation, die ich drehen möchte. Und so kann ich das auf jeden Fall nicht machen. Sieht richtig ranzig aus. Genau, so. Ich wollte euch die Schränke zeigen. So, achso, hier übrigens. Ich hatte hier wirklich, ich glaube, 2 große Wäschekörbe. Das und das ist geblieben. Meine Schwester hat sich noch einiges genommen. Und dieser ganze Haufen, den spende ich. Genau. Ich habe hier noch nichts verändert. Das kommt noch. Aber hier sieht es jetzt auf der Seite so aus. Also das, ich weiß gar nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Also hier ist einmal jetzt der Taschenschrank hingekommen. Hier sind Klamotten. Und das hier ist jetzt einer der neuen Schränke. Hat halt perfekt hingepasst. Das ist die übliche Größe eines Kleiderschrankes, auch wenn der winzig aussieht. Das sind die normalen 2 Meter Schränke und das ist ja sozusagen diese Überlänge. Genau, hier haben wir aber auch von der Dachschräge her haben wir hier auch eine Überlänge. Die Wände sind extrem hoch. Wenn man jetzt einen ganz normalen Raum nimmt, da hatte ich auf den Schränken oben wirklich immer nur so ein bisschen Platz gehabt. Also da konnte ich auch meine Kisten, ich habe jetzt die Kisten mal alle da oben hingestellt. Ich mag das ja ganz gerne, mit diesem Orange und Weiß ist und nicht zu bunt jetzt. Mag ich ganz gerne, ist aber Geschmackssache. Aber mir gefällt es so besser, als wenn da hinten jetzt so einfach alles nackig wäre. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist der neue Schrank. Da fehlt hier noch der Türknauf. Ich
ich habe ja noch eine IKEA-Liste. Da steht noch einiges drauf. Unter anderem zum Beispiel die ganzen Schubladen für unten für Laras Zimmer, diese Türknäufe, Kisten noch für die Jungs und so weiter. Es steht noch einiges drauf. Das werde ich nächstes Wochenende besorgen. Ich glaube, davon habe ich schon mal erzählt. Da kriegen wir nämlich Prozente über eine Freundin. Und da werde ich die restlichen Sachen besorgen, genau. Und ich habe jetzt hier diese Kommode nebendran gestellt, weil es sich einfach angeboten hat. Von der Dachschräge funktioniert es. Die ist auch komplett voll, da muss ich unbedingt mal aussortieren. Die stand ja bei den Kindern drin, da sind auch nur Kindersachen drin. Genau. Und wahrscheinlich kommt dann nebendran hier dieser große Sessel hin und auf die andere Seite kommt dann der Schminktisch. Und die andere Seite sieht jetzt übrigens so aus. Moment, mach mal die Türe hier ein bisschen zu, dass man was erkennen kann. Ich muss unbedingt den Spiegel mal jetzt dann putzen. So, also Spiegel, zwei geschlossene Schränke und das ist, was ich gemeint hatte. Wenn ich jetzt hier Spiegel gehabt hätte, dann hier dieses offene von den Taschen zum Beispiel und dann was geschlossenes, das wäre so unruhig. So ist es wenigstens Spiegel und zweimal geschlossen. Auch wenn ich das nicht so cool finde, dass es hier jetzt so versetzt ist, aber ist halt eben so, gell? Weil es halt einmal die Überlänge ist und einmal das normale. Und ich habe jetzt hier eben diesen Container, da ist ja unter anderem auch Schminke mit drin, aber auch ganz viel Stuff von mir. Und hier möchte ich dann den Schminktisch hinstellen, aber nicht an die Wand, sondern so schief. Genau, joa. Das ist der Plan, aber ja, ich würde gerade sagen, hat noch Zeit, aber das mache ich alles nach und nach. Also ich gucke jetzt in jedem Zimmer einfach, dass ich ein bisschen vorankomme. Es ist eigentlich jetzt auch alles so weit fertig gemacht. Wenn die Kleine jetzt kommen würde, wäre ich voll fein damit, sagen wir es mal so. Von den Aufgaben, die hier noch gewesen sind, so rum. Nicht grundsätzlich, weil sie darf sehr gerne noch im Bauch bleiben. Ich bin ja morgen in der 35. Woche. Morgen habe ich auch einen Frauenarzttermin. Das als Update, wie es jetzt hier einmal aussieht. Also die zwei sind neu. Der hier, die Kommode. Ich glaube, sonst war gar nichts gewesen. Nee, das war schon gewesen. Unglaublich, oder? Diese vier Teile und ein Brett noch haben einfach 1000 Euro gekostet. I mean, sind sie aus Gold? Nein. Ich kann euch hier auch mal den Inhalt zeigen. Ich habe hier auch noch keinen Türknauf, muss ich unbedingt machen. Hier sind die restlichen Kleider drin. Ich hatte ja unten diesen 100er Schrank, wo die ganzen Kleider drin waren. Deswegen hier sind einmal jetzt die Kleider und hier sind die Kleider. Das habe ich ein bisschen aufgeteilt. Hier sind normale Kleider, auch welche, die ein bisschen dicker sind. Und hier sind diese ganzen, ich habe hier einmal alle Jumpsuits. Und hier habe ich auch so diese ganzen Sachen, die man wirklich so für Strand benutzt und so weiter. Also die so richtige krasse Sommerkleider sind. Die habe ich jetzt hier reingemacht, weil ich da, glaube ich, jetzt nicht mehr so viel dran gehen werde. Und hier ist unser neuer Vorratsschrank. Da ist ja gar nicht so viel drin. Ich hatte hier oben jetzt zum Beispiel mein Nagelzeugs drin. Das werde ich jetzt natürlich, oder habe ich gerade unten. Genau, und ansonsten, wir haben ja gar nicht so viele Vorräte. Das ist so von allem, was wir so benutzen, ein-, zweimal auf Reserve, wenn es leer geht, dass man was da hat. Ansonsten werde ich auch in Zukunft, kann ich ein bisschen was zusammen machen, weil das habe ich jetzt natürlich alles hier sehr großzügig reingelegt. Da muss ich mal gucken, was ich da noch reinmachen kann, sodass der Schrank noch ein bisschen voller wird und genutzt werden kann. Also, weil es steht ja hier noch einiges rum, da gucke ich einfach mal, was ich da, ja, reinmachen kann, genau. So, das war's. Die erste Waschmaschine läuft auch schon. Ja, ich habe dem Elias übrigens ein paar Sachen geschenkt, für seine OP sozusagen, weil er das so tapfer mitgemacht hat. Das waren ein paar Ninjago-Sachen gewesen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo die alle sind. Auf jeden Fall war hier zum Beispiel so eine Ninjago-Flasche mit dabei. Gibt es bei H&M. Dann ein Pulli. Der ist in der Wäsche. Ach, die Schuhe, die wir geholt haben, übrigens von Deichmann, die sind nichts. Die müssen wir wieder zurückgeben. Hat er gerade an. Hier so eine Seitentasche von Ninjago. Genau. Guck gerade noch seine Folge zu Ende. Dann machen wir ein paar
Logopädenaufgaben. Genau. Hausschuhe, genau. Die habe ich ihm bestellt. Wirklich für den Herbst, Winter. Die sind sehr, also die sind jetzt nicht super krass dick, aber die sind schon dick. Also die könnte er jetzt nicht anziehen, da würde er sich einen abspritzen. Genau. Ich weiß gar nicht, war noch irgendwas. Ach, und eine Cappy. Die müsste ja dann theoretisch auch hier sein. Ach, da ist er doch. Eine Cappy. Ja, einmal so ein Ninjago-Set. Es gab vor ein paar Tagen 20% bei H&M auf Kindersachen. Egal was. Da habe ich zugeschlagen. Genau. Ja, ich muss Retouren unbedingt fertig machen. Ja, ich habe jetzt gerade schon mal ein bisschen angefangen, mein heutiges Video zu schneiden. Aber ich werde jetzt als erstes meine Nägel machen, weil ich will gerne in der Früh jetzt irgendwann meine Kooperation abdrehen. Und dafür brauche ich wirklich frische Nägel, dass es nicht so ill aussieht. Und ja, wir haben jetzt wie gesagt gerade gefrühstückt. Und jetzt werden wir mal ein paar Aufgaben machen. Das ist hauptsächlich immer, dass Dalias was ausmalt und dann dazu halt ein Wort sagt. Oder jetzt aktuell die Aufgaben, die er hat, da muss er ausmalen und ausschneiden. Und wenn er das gemacht hat, dann ordnen wir das zu und dann muss er erst die Wörter sozusagen benennen. Wobei die jetzt bei dem letzten Mal haben sie auch angefangen, richtige Sätze zu bilden. Genau. Da wurde ich übrigens jetzt letztens auch nochmal gefragt, wieso der Lias denn zur Logopädin geht. Der Lias hatte ein Problem, das S und das Sch auszusprechen. Also er sagt dann zum Beispiel statt Schlange, sagt er Slange. So, genau. Und das lernt er halt eben mit dem S und Sch und so weiter. Genau. Ja, läuft aber eigentlich ganz gut. Und jetzt hat er am Freitags immer die Termine. Der hatte ja immer donnerstags. Und wir haben das jetzt aber verlegen können grundsätzlich, weil donnerstags sind immer die Waldtage beziehungsweise die Ausflugtage sozusagen im Kindergarten. Da machen die immer irgendwas. Da gehen die entweder in den Wald oder an den Spielplatz oder whatever, je nachdem, wie das Wetter es halt eben auch zulässt. Und da konnte der Lias halt nie mit. Das war echt blöd gewesen. Das hat er nicht so gefeiert die letzten Wochen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir gucken jetzt mal nach den Ferien, weil jetzt ist Montag, Dienstag, Mittwoch, finden die, weil Montag, Dienstag, Mittwoch sind die Vorschulkurse. Donnerstags ist ja dann dieser Ausflugtag und freitags hat er jetzt sozusagen seinen Logopädentermin. Ja, übrigens, ich hatte ihn ja auf eine Warteliste gesetzt wegen Schwimmkurs. Und die haben sich tatsächlich am Tag der OP, also vorgestern abends, gemeldet, dass kurzfristig jetzt für den nächsten Intensivkurs, der würde nur 2,5 Wochen gehen, oder 3 Wochen, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall haben da dann 3 Termine in einer Woche stattgefunden. Bei dem einen sogar 4, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das so ein Intensivkurs und da ist kurzfristig ein Platz frei geworden. Der hätte aber sozusagen direkt am nächsten Tag stattgefunden. Also da wären direkt die ersten Tage gewesen. Also am Montag war ja die OP und dann wäre... Nee, wie war es gewesen? Dienstag war die OP und Mittwoch, Donnerstag, Freitag wären die ersten 3 Termine gewesen. Und ja, aber er darf aufgrund der OP bzw. aufgrund seiner Wunde nicht baden. Mindestens 5 Tage. Und ja, auf jeden Fall mussten wir das dann absagen. Richtig ärgerlich. Also es wäre jetzt richtig nice gewesen. Da hätte er jetzt so 2, 3 Wochen so einen Intensivkurs gehabt. Dann wäre das auch abgehakt mit dem Schwimmkurs, weil es wäre jetzt natürlich nice gewesen, ja, bevor die Kleine kommt, dass er nochmal diesen Kurs, weil dann hätte ich ihn jedes Mal hinbringen können und abholen können und so weiter, weil das wäre auch in der Zeit gewesen, wo die Kita ist tatsächlich. Es wäre immer um 2 Uhr wäre es losgegangen, von 2 bis 3. Super blöde Uhrzeiten, definitiv, aber ich hätte das dennoch gemacht, weil dann hätte man es jetzt endlich gehabt und dann muss ich mir nicht Gedanken machen, dann
wenn die sich jetzt irgendwie in 5, 6, 7 Wochen oder sowas wieder melden, dann ist halt eben ein kleines Baby mit am Start und dann ist auch vom Wetter her das ganz anderes und so weiter. Jetzt bei dem schönen Wetter ist es auch nochmal was anderes. Da kann man auch mal kurz hinlaufen oder so und wenn es dann aber in den Herbst, Winter geht und dann mit dem Baby noch und so, das ist echt ätzend. Also es wäre so cool gewesen jetzt, aber ja, hat sich einfach überschnitten. Ich hoffe, dass die sich bald zeitnah melden. Vielleicht kriegen wir es ja doch irgendwie noch hin. Zumindest so, bevor der richtige Herbst beginnt mit ekligem Wetter und so weiter. Naja, we will see. So, das als Update, was gestern noch stattgefunden hat. Beziehungsweise ich wollte euch mal die Schränke, Kommode und so weiter alles zeigen. Jetzt werde ich mal meine Nägel machen. Ich werde an meinen Füßen wieder ganz normal weiß machen und für die Nägel werde ich mich einfach für irgendeinen Nude-Ton entscheiden. Also einfach basic, dass mich das nicht stört die nächste Zeit. Genau. Und ja, dann habe ich eben vor, jetzt am Vormittag noch mein Video zu Ende zu schneiden, die Aufgaben mit Lias zu machen und dann irgendwann am besten, wenn ich es hinbekomme, noch vor dem Mittagessen, wobei das wird knackig von der Zeit, noch zu drehen. Und ab dem Nachmittag möchte ich dann in den Zimmern anfangen, weiterhin ein bisschen rumzuräumen, aufzuräumen, zu verschieben, zu whatever, bis ich irgendwie glücklich mit der Situation bin. Genau, so, ich lege mal los und zeige euch dann später das Endergebnis. So, Nägel sind fertig und auch Fußnägel. Ich habe an den Füßen, wie gesagt, einfach wieder weiß. Da finde ich French White am besten. Das ist ein richtig schönes, sattes Weiß. Und auf den Nägeln habe ich mich für Seychelles entschieden. Ein super schöner Nude-Rosa, ja, so ein ganz helles Rosa-Blush, würde ich sagen. Genau. Und ich habe mein heutiges Video fertig. Bin jetzt gerade dabei, das zweite für morgen, also für morgen dann schon anzufangen. Aber ich mache da jetzt mal kurz Pause und werde jetzt mal weiter meine To-Do-Liste abarbeiten. Aber Nägel und Fußnägel sind fertig. Das freut mich auf jeden Fall. Das war ein ganz, ganz großes To-Do heute. So, ich habe jetzt gerade meine Haare gewaschen mit einem neuen Produkt. Das ist krass. Das ist wirklich krass von Shine. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere die Marke noch kennt. Damit habe ich eine Zeit lang meine Haare gefärbt. Die haben aber auch Styling-Produkte. Die habe ich zum Beispiel im letzten Urlaub mitgenommen. Das waren so kleine Flaschen halt eben gewesen. Und die haben jetzt hier so ein neues Produkt, das heißt Super Soft. Das macht man anstelle eines Conditioners rein, tränkt das Haar da drin und lässt es so 30 Sekunden einwirken und dann spült man es aus und die Haare sind schon während dem Waschen so weich, also richtig krass, ich bin richtig zufrieden. Leute, wie lange sind meine Haare bitte? Voll übertrieben. Ja, meine Augenbrauen sind nur ein bisschen hell. Ich werde jetzt mal meine Augenbrauen kurz zupfen und sie einfärben. Oh, Elias guckt mich so an. Ja, ich habe nur so meine Haare zu. Guck mal, wie lang Mamis Haare sind. Wow. Voll schön. Richtig am Glänzen. Ich wollte jetzt eigentlich nämlich los den Samu abholen. Jetzt hat meine Schwester aber gerade angerufen, dass sie gerade bei der Post war und den Samu jetzt mitnimmt. Richtig nice, muss ich nämlich nicht raus. Es ist jetzt 20 vor 4 nämlich. Und genau. Elias und ich haben Mittag gegessen. Es gab Nudeln mit Spinat, hat er sich gewünscht. Genau. Und ja, ich habe einiges gemacht, einiges erledigt, aber tatsächlich war ich nicht in den Zimmern und da habe ich tatsächlich gar nichts gemacht. Aber dafür ganz viel mit Videos und E-Mails beantworten und so weiter und so fort. Und Nägel, Fußnägel, Haare wollte ich ja heute frisch waschen und dieses Produkt benutzen. Das ist einfach so nice. Ich werde jetzt schon wieder die ganze Zeit durch meine Haare fahren und alle werden sich darüber aufregen. Ich liebe das, frisch gewaschene Haare. Wenn man dann so durch die Haare fahren kann, es einfach so schön glatt ist und so weich. Hier sitzt sie gerade und spielt mit Lego. Genau, so, jetzt mache ich mal schnell die Augenbrauen, weil die sind echt ein bisschen zu hell für meine Haare aktuell. So, von der Seite sieht man es besser. Meine Augenbrauen sind gefärbt und gezupft. Und ich fummel immer noch in meinen Haaren rum. Ich habe jetzt noch ein paar mehr Sachen aussortiert. Hier ist mittlerweile ein großer Haufen. Da hole ich mir gleich einen großen Sack und werde es dann morgen in die Spende geben. Ich habe jetzt gerade mal hier ein bisschen rumgeschoben. Und so sieht es jetzt aus.
Also ich werde das sehr wahrscheinlich so stehen lassen, weil der Schminktisch, also durch diesen Spiegel kann ich den gar nicht großartig irgendwo jetzt an die Wand stellen oder unter die Schräge oder sowas. So ist es eigentlich ganz gut und so habe ich dann auch immer Tageslicht, das ist ganz nice. Und ich finde es auch ganz cool, so mal was anderes, dass es halt eben nicht immer alles nur gerade an der Wand ist, sondern so ein bisschen schief im Raum, finde ich irgendwie auch ganz nice. Ja, ich muss hier nur mal das ganze Chaos aufräumen, dann kann einfach nur der Sessel noch hier hin und dann schaut es auch alles wieder ordentlich aus. Genau, aber Step by Step. Jetzt werde ich mal schnell was filmen und was zusammenschneiden. Mittlerweile 16:30 oder irgendwie sowas. Die Jungs sind unten gerade am Eis essen. Mein Mann hat Feierabend gemacht und jetzt mache ich mich mal ganz kurz ein bisschen an die Arbeit dran, was ich halt die ganze Zeit nicht filmen konnte, weil sonst wäre der Lias halt die ganze Zeit also alleine unten gewesen. Deswegen musste ich da jetzt warten, bis mein Mann Feierabend macht. Aber ich beeile mich und dann genießen wir den Nachmittag.